Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir Pumpkin Eater, eine krasse Story, die mich sofort angesprochen hat. Es geht um eine Mutter, deren Kind einen Kürbiskopf hat und wie wir wissen, ein Kürbis fault schneller als der menschliche Körper. Deswegen, es wird intens. Ich bin sehr gespannt. Ich versuche es so gut wie es geht zu übersetzen. Und wundert euch nicht wegen meinen Haaren. Ich habe gerade geduscht und dachte mir, bei der Hitze ist es gut, um die Haare nicht föhnt. Dann hat man einen schönen kühlen Kopf. Also mit meinen Haaren ist alles in Ordnung. Die sind nur noch nass. So viel dazu. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und empfehlt mir gerne weitere Games. Das Spiel gibt es auf Steam. Und da würde ich sagen, fangen wir an. Start. Also, Graphic Visual are enabled by default. Also quasi, ihr könnt das sehr grafisch, ihr könnt aber selber einstellen, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Das kannst du in den Preferences einstellen. Das wird aber nicht die Geschichte irgendwie betreffen. Okay. Niemand weiß, wie es passiert ist. Eine Frau schreit. Ah! Ein Junge, der noch nicht mal die zweistellige Zahl erreicht hat, also er ist noch unter 10, liegt tot auf dem Fahrerweg. Überall sind rote Spritzer. Die Frau sagt, back the car up, back the car up, ready, already. Back the car up. So geil, das erste, die erste Reaktion, die ich auch sagen würde. Ich würde erstmal sagen, mein Gott, wir haben jemanden erfahren. Also sie sagt quasi, das Auto zurücksetzen, was ich nie tun würde, weil ich Angst hätte, dass ich nochmal über das Kind rüberfahre. Wahrscheinlich sind wir mit dem Auto oben drauf. So. Wie bist du hier wie bist du da drunter gekommen? Laying down to draw. Some freak force of nature. Irgendwie eine komische, es ist irgendwie ein Spaß der Natur. Da hat sich Natur einen Spaß erlaubt. Der Mann sagt, ich versuche es doch, Frau. Oh Gott. Ein unschuldiges Leben wurde zu früh genommen und viel zu brutal und gewalttätig. War es wirklich der Wille Gottes? Eine Frau rennt raus zum Körper. Attempting to reattach fragments of jaw back onto the skull. Sie versucht quasi Stücke von dem Kiefer zurück zum Kopf zu bringen. One figure jumped out of the car. Also eine weitere Figur sprang aus dem Auto heraus. In pursuit while the other was frozen in place. Während die andere Person wie angestarrt dastand und draußen stand und den Körper anstarrte. She had watched this full event unfold in front of her. Also es gibt noch eine weitere Person, die nicht im Auto war, die das komplette Szenario live miterlebt hat. Das stelle ich mir so mit. Eigentlich am schlimmsten vor, wenn du sowas live siehst, ne? Und es wurde ja gerade schon beschrieben, was mit dem passiert ist. Ach, die Mutter! Baby, sprich mit mir bitte! Oh nein, es war die Mutter. Und der Vater, er ist tot. Die Mutter, nein, ist er nicht. Schau mal, er bewegt sich noch. Kannst du nicht weinen hören? Der Vater, wirst du verrückt? Okay, krass. Und du bist, boah, das ist aber hardcore, ey. Und auch die Mutter, ey. Holy moly. Die Geschichte wird, intens. Und du, bist du taub? Sagt die Mutter zum Vater. Wir müssen unseren Sohn retten. Das ist immer noch Hoffnung. So, wir müssen unseren Sohn retten. Es gibt immer noch Hoffnung. Fahr ihn zurück zum Krankenhaus. Achso, hier kann man auch weggehen und wieder nach vorne. Wir können speichern, das ist ganz wichtig. Okay. Sein Gehirn ist überall auf dem Gehweg verstreut. Er ist bereits in einer anderen Welt. Boah, der Vater ist aber auch hart. Nein, ist er nicht. Du bist ein Lügner. Hilf mir. Aber... Okay. Wenn du dich um dein Kind sorgst, dann hilf mir jetzt. Okay. Er kann sowieso nicht hier so draußen liegen bleiben. Wir bringen ihn lieber rein zu den Nachbarn. Wir reden darüber später. Ey, der Vater ist ganz schön gelassen dafür, dass das Kind gerade gestorben ist. Es ist okay, ist okay. Du kannst mich noch enger umarmen, mein Schatz. Wir haben das nicht so gemeint. Er ist immer noch am Leben. Die Tochter. Oh, das ist Mami. Was passiert hier? Ach, die redet auch noch. Keine Sorge, es war nur ein kleiner Unfall. Alles wird gut, ich verspreche es dir. Wir werden... Oh Gott, we should replace his head. Ach so, das war noch die Tochter, die dabei war. Das ist der Sohn, der überfahren worden ist. Wir werden seinen Kopf ersetzen. Schnell, in den Garten. Ein Kürbis sollte die beste Größe haben. Der Vater. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ernsthaft? Wir tun denn jetzt ein Ding auf den Kopf setzen?
Die perfekte Familie ist auseinandergebrochen. Their lives would forever be. Ihr Leben wird sich für immer ändern. Peter, Peter Pumpkin Eater. Peter, Peter Kürbisesser. Had a wife but couldn't keep her. Hat eine Frau, aber konnte sie nicht halten. Er hat sie in einer Pumpkinhöhle, in einer Kürbishöhle. Er hat sie in eine Kürbishöhle gesteckt. Und he put her in a pumpkin shell and there he kept her very well. Und da hat er sie drin gelassen im Prinzip. Okay. Ah, jetzt haben wir Zeichnung. So. The mother stood painting and admiring her creation, wiping off and blood from her hands onto her apron. It was a little crude, yes, but it worked better than she expected. Also sie hat quasi gezeichnet und mag ihre Zeichnung sehr. Draußen, The father started into the sky while the daughter couldn't look away. Also der Vater hat quasi stared, hat in den Himmel gestarrt und die Tochter konnte nicht vom Tatort, wo das passiert ist, nicht von der Straße weggucken. Ihr Kopf schmerzt vom Weinen. Es wird bald regnen, sagt der Vater. Es wird alles weggewaschen werden, als wäre nichts passiert. Werden wir wirklich nichts unternehmen? Ich denke über etwas nach. Dein Papa ist tougher, als du denkst. For now, humor your mother by going along. I'll be hosing down the driveway. Ich frage mich, warum denn jetzt nicht die Polizei kommt? Der Sohn wurde ja getötet. Oder? Frage ich mich. Und er grinst auch schon wieder. Es wird ihn gar nicht interessieren. So. Ich verstehe es nicht. Ich habe Angst. Mir macht das Angst. Ich hasse es. Patted her. Also der Vater hat ihr quasi auf die Schulter geklopft. Tuffy was a man of you. Er war halt ein Mann der wenigen Worte. Der Vater hat seine Frau geliebt. Did love his wife. Love and wife is dick gemarkt. But most importantly, he loved his image. Aber das Wichtigste ist, er hat sein Image geliebt. Ja, ich dachte mir doch, den interessiert es gar nicht, dass der Sohn gestorben ist. Der hat es ja so direkt, ey, der ist tot. Braucht nicht zu interessieren. Und hinten hier sieht man übrigens die Kürbisse im Garten. He didn't want his family to brand it his miscreants. They had just committed manslaughter, there had to be way of disappointed of the body. Also er möchte quasi nicht, dass seine Familie, dass über die schlecht geredet wird und dass der Ruf der Familie jetzt irgendwie dadurch geschädigt wird. Was wird dadurch geschädigt, wenn dein Kind überfahren wird? Ist halt die Frage, haben die ihr eigenes Kind überfahren? Ist es das wahrscheinlich, dass die Frau und der Mann waren wahrscheinlich... Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil stand nur Man und Woman am Anfang dran. Dann wurde ja das Kind überfahren. Und dann stand auf einmal Mutter und Vater dran. Ich glaube, dass Mutter und Vater das Kind überfahren haben, auszusehen. Und die eine Person, die noch dazu stand und alles gesehen hat, war die Tochter. Deswegen ruft auch niemand die Polizei. So, ich glaube, das ist der Grund. Aber wir werden es noch später herausfinden. Das Essen ist fertig, ihr zwei. Kommt bitte rein. Oh mein Gott. Oh Gott. Die zwei sind vom Sohn begrüßt, der auf Grandpas alten Rollstuhl sitzt. Oh mein Gott. The most bizarre sight, however, was a pumpkin in place of human head. His face carved into a welcoming grin. Also das Gruseligste ist überhaupt, dass jetzt auf seinem Kopf ein Kürbis sitzt mit einem gruseligen Grinsen. One should still see the remnants of the original crushed head within the holes. Man sieht immer noch durch die Augen so ein bisschen den zerstörten Kopf. Sieh, der Herr, schau mal, der Kopf sieht aus wie er. Er sagt doch, er mag Stühle. By wishes it wasn't so creaky. Also er mag Stühle, die nicht so creaken. Dear, could you do me a favor and purchase some oil for tomorrow? Also kannst du quasi bitte ein bisschen Öl für morgen holen? Natürlich. Weil everyone don't just... Also es steht hier nicht einfach nur so rum. Lasst uns unsere Hände waschen und uns mit dem Tischgebet beginnen. Oh mein Gott.
So, there was a little talk. Es wurde ein bisschen geredet am Tisch. What was there to say? Was sollte man sonst noch sagen? Despite the gloomy atmosphere, the mother was unusually lively. Also trotz dieser komischen Atmosphäre war die Mutter trotzdem fröhlich und lebensfroh. So. Oh, da kommt schon wieder ein Flugzeug. Sie fütterte ihn mit dem Löffel. Oh Gott. Showing mashed potatoes into the son's mouth. Die Tochter hat das quasi ganz entsetzt beobachtet, wie quasi der Kartoffelpuffer in den Mund des wahrscheinlich nicht mehr lebenden Sohns gefüttert wurde. Die Tochter schaute auf zum Vater, aber er hat quasi nicht ihren Blick erwidert. Die Tochter hat wieder ihr focused her attention back to the food on her. Also die Tochter hat sich wieder auf das Essen auf ihrem Tisch konzentriert. Es riecht gut. But the meat resembled an awful loot like her brothers. Ihhh. Aber das Fleisch sah irgendwie komisch aus, genauso wie das von meinem Bruder. Okay, nachdem sie leise das After washing the dishes with her, also nachdem sie quasi das Geschirr gewaschen hat, geht die Tochter direkt zurück in ihr Schlafzimmer. Sie hat keine Energie mehr in sich. Oh Gott! Es ist aber nicht nett, deinen Bruder allein am Tisch sitzen zu lassen. Oh Gott, die teilt sie das Zimmer mit ihrem Bruder. Wie schrecklich. Oh Gott. Oh, das arme Kind. Er schläft mit mir? Natürlich, warum sollte er nicht? Ihr zwei habt doch immer ein Schlafzimmer geteilt. Why is he so hard to move? Oh, warum ist er so schwer zu bewegen? Körperteile oder Gelenke fühlen sich so verspannt an. Totenstarre, ne? I swear he was much more relaxed. Ich könnte schwören, er war heute Mittag viel relaxter als jetzt. Oh Gott, er ist in der Leichtstarre. Sie benutzt all ihre Kraft, um ihren Sohn ins Bett zu legen. So. Sie hat als erstes den Sohn ins Bett gelegt und dann die Tochter und hat beiden auf die Stirn geküsst. Süße Träume euch beiden. Gute Nacht, Mama. Och, grausig. With the flick of the switch, the room fell. Also quasi, indem sie den Schalter umdrehte, wurde es pechschwarz im Zimmer. Even with the daughter's back turn, she know the craved eyes were boring into her. Oh Gott, okay. Also selbst als sie ihren Rücken ihrem Bruder zugedreht hat, konnte sie spüren, wie diese Augen ihren Rücken durchbohrten. Tag 1. Oh, es ist fürchterlich. Oh Gott, es ist fürchterlich. Mutter. Na, hast du einen guten Start in den Tag gehabt? Denk dran, was ich dir gesagt habe, sagt der Vater. Die Mutter sagt, ach, mein Schatz. Der Vater sagt, that is final. So ist es. Endgültig. Die Mutter sagt, wake up. Wach auf, es ist Zeit für die Schule. Oh Gott. Ich speichere mal. So. Ihr Bruder liegt immer noch im Bett. Es war doch kein Albtraum. Oh Gott, wie gewöhnlich hat die Mutter quasi der Tochter jetzt die passende Kleidung hingelegt. Also quasi hat ihr die Schleife aufgesetzt, die blaue. Your brother needs to stay. Dein Bruder muss jetzt eine Weile daheim bleiben, damit er sich von den Verletzungen erholen kann. Hör mal zu, was auch immer du tust. Erzähl niemandem, was gestern passiert ist. Es wird das Geheimnis unserer kleinen Familie sein. Verstehst du? Okay, also, es ist jetzt sicher, die Mutter und der Vater haben das Kind überfahren, haben dann gecheckt, dass der kleine Sohn ist und die Tochter hat alles mitbeobachtet. Und damit niemand schlecht über sie redet, weil sie ihren eigenen Sohn überfahren haben, erzählen sie es lieber niemanden. Und die Mutter ist sowieso total im Trauma und tut so, als würde der noch leben. Okay. Ach, ich bin so froh, dass du dich so verhältst. Mami und Daddy versuchen ihr Bestes. Die Tochter rennt schnell zum Schulbus. Completely bewildered the mother's non-callant attitude. Also quasi sie befolgt absolut, was die Mutter sagt. Nachdem ihre Tochter Tschüss gewunken hat, geht die ältere Dame zurück ins Haus, also die Mutter. Oh Gott. Nur die Mutter und der Sohn bleiben zurück.
Okay, also zum Glück ist sein Körper nicht mehr so verkrampft wie gestern. Also ist es leichter, ihn aus dem Bett in den Rollstuhl zurückzusetzen. Don't get so full of yourself. You still have to study at home. Also komm bloß nicht auf die Idee, dich hier so auszuruhen. Du musst auf jeden Fall von zu Hause noch weiter Übungen machen. So. Ach komm, schau mich nicht so an. Du weißt, deine Hundeaugen machen mich ganz schwach. Oh Gott, sie ist so psycho. Sie redet einfach mit dem Kürbiskopf. Heute ist so ein typischer Tag, an dem sie eigentlich den ganzen Tag damit verbracht hätte, das Haus zu putzen. Despite her being a stay-at-home mother, it was a fuel of a full-taking job care of the estate, not to mention her family. Also es ist quasi ein Full-Time-Job, eine Hausfrau zu sein. She pulled out the vacuum, also sie bringt, holt quasi den Staubsauger raus. Einige Stunden ist sie mit Arbeit beschäftigt, um ihre Gedanken von dem, was gestern passiert ist, abzulenken. Hast du Durst? Bist du durstig? Bringst du mir etwas Wasser? Ach, bringst du mir nicht? Das ist okay. Wenn du irgendetwas brauchst, sag's mir einfach. Oh Gott. Es war ein wunderschöner Tag. Und der Sohn könnte use some, und der Sohn könnte, einige frische Luft gebrauchen. Die Mutter hat ihn auf die Veranda hinter das Haus gestellt. Damit er quasi zum Kürbisbeet der Eltern schauen kann. Und keine nervigen Nachbarn ihn sehen können oder lauten. Okay. Summend machte die Mutter weiter mit ihrer Putzroutine und lässt ihre Sorgen einfach davontreiben. Auf einmal öffnet sich, auf einmal kommt ein Unwetter. The mother was glad for this, also die Mutter war sehr froh über den Regen. Der Pumpkin Patch desperately needed it. Genau, also quasi ihr Kürbisbeet braucht nämlich Regen. So, Moment, mein Sohn ist ja noch draußen. Die Mutter hat ihren Sohn wieder reingebracht. Hat einige Handtücher auf ihn drauf gemacht. She pressed against them, drying him as fast. Also, sie hat quasi die Handtücher gegen seinen Körper gepresst und hat ihn versucht, so schnell zu trocknen, wie es geht. Ach, was für ein Idiot bin ich, dass ich dich wirklich draußen gelassen habe. War eine dumme Idee. Sie verspricht sich selbst, dass es nie wieder vorkommen würde. Die Mutter sagt, oh mein Gott, deine Klamotten sind ja ganz nass. Ich kann auf jeden Fall nicht zulassen, dass du eine Erkältung bekommst. Ich werde, oh nein, bitte nicht. I'm going to have to change them. Ich muss deine Klamotten wechseln, wenn das für dich okay ist. Oh mein Gott. Dinner. Das Abendessen war wieder sehr ruhig. Eigentlich ist die Tochter immer die gesprächigste. Bragging forever about what she hat. Sie redet immer darüber, was sie gelernt hat in der Schule und was sie jetzt für Bücher noch lesen muss. Aber heute sagt sie gar nichts. It takes more muscles to frown than it does to smile. Das ist so ein Fiebertraum. Also, es braucht quasi mehr Muskeln, um die Stirn zu runzeln, als es braucht, um zu lachen. Die Tochter verweigert diese Aussage. Huffing in annoyance, also sie ist quasi super genervt. The mother turned her attention, also die Mutter tut ihre Aufmerksamkeit dem Mann zuwenden. So. Sein Sohn und ich hatten eine wunderbare Zeit zusammen. Er war sehr ruhig. But he did complete his required reading. Aber er hat trotzdem alles gelesen, was er musste. Ich glaube, das ist ein toller Fortschritt. Ich gehe zur Bar. Sag mal, wie kann es eigentlich sein, dass die zulassen, dass das Kind einfach tot überfahren wird und es tot mit an den Esstisch setzen? Das ist ja wie so ein Resident Evil 7 Fiebertraum. Und das auch alle irgendwie ignorieren. Und der hat uns noch komplett Blut hier überall. Dir, mein Schatz, warum hast du noch nicht aufgegessen? Ich werde bald zurück sein. Oh mein Gott, was ist denn mit ihm falsch? Oh Gott, nachdem das Essen quasi wieder aufgeputzt wurde, gehen die Mutter und die Tochter getrennte Wege. Die Mutter ist sehr schnell ins Bett gegangen. Fell fast asleep but in the daughter's room. Okay, the mother fell fast asleep, but die Mutter ist quasi im Raum der Tochter super schnell eingeschlafen. The girl was looking for any sign of life to her brother. Und die Tochter guckt, sie checkt jetzt quasi, ob ihr Bruder noch Leben hat überhaupt.
pale skin, dried blood around his neck. Also quasi blasse Haut, getrocknetes Blut um seinen Nacken. And a burgundy discoloration in the arms and hands. It just wasn't human. Schau ich jetzt mal kurz, was das bedeutet. Oh Gott, aber der muss doch auch irgendwann stinken, oder? Das ist ja so furchtbar. Also sie sagt quasi, quasi, er hat Verfärbungen quasi. Burgundy discoloration. Also er hat quasi Verfärbungen an den Händen und Armen. Okay, she reached out of his arm. Sie nimmt seinen Arm. Touching her brother was a similar occurrence. Play, fighting, sharing food. Also ihn anzufassen war eigentlich ganz normal. Sie haben immer zusammen gekämpft, Essen geteilt. She interacted with him as a sibling. Also sie hat mit ihm halt genauso gesprochen, wie es ein Geschwisterchen machen sollte. Even if the two had spent hours in snow. Auch wenn die beiden schon Stunden im Schnee verbracht haben, hat sie noch nie eine Person angefasst, die so kalt war. Die Tochter schreckt zurück. She lacked the heart to continue calling him her brother. Ihr fällt es schwer, ihm immer noch Bruder zu nennen. The filter tucked gently into bed was on it. Also das, was hier gerade liebevoll ins Bett gebracht worden ist, ist eigentlich ein S. Es ist nicht mehr der Bruder. Es ist halt tot. Without a word, she pulled the covers over the body. Okay, sie hat also quasi die Decke jetzt quasi über das Gesicht auch gezogen. Tag 2. Ey, das Game ist geil, aber so brutal. Es ist Schulzeit. Bitte zieht euch an. Als die Tochter aufwacht, findet sie immer noch, she found the body back to leering at her, sieht immer noch den gruseligen Körper, der auf sie schaut. The blanket must have slipped off during at night. Also die Decke, die sie eigentlich hochgezogen hat, ist schon wieder runtergerutscht und zeigt jetzt quasi seinen Kopf schon wieder. Eine Fliege landet auf dem Kürbis. Oh nein, es fängt an zu verfaulen. Oh mein Gott. Hallo, wer ist da? Ja, ich bin die Mutter. Yes, ma'am, I assure everything. Ja, ich versichere Ihnen, dass alles so gut ist mit meinem Sohn. Er fühlt sich einfach nur ein bisschen schlecht wegen des Wetters. Als ruft schon die Lehrerin an. Dankeschön, tschüss. Und fragt, the teacher on the phone sounded incredibly displeased. Also die Lehrerin hat sehr, nicht genervt gewirkt, aber halt so, dass sie jetzt sagt, hey, wo bleibt denn das Kind? Timelines and attendance had always been one of the family's virtues, so the mother was quite embarrassed. Mhm. Also, dass sie immer pünktlich da sind und gute Schüler sind, war auf jeden Fall etwas, was immer zu den Sitten gehört hat. Deswegen ist es der Mutter sehr peinlich, dass jetzt die Lehrerin fragt, wo bleibt denn das Kind? Und sie jetzt quasi ihn erst am Telefon entschuldigt hat. In addition, the mother felt guilty for not informing the teacher. Genau. Also die Mutter fühlt sich schuldig, dass sie quasi die Lehrerin nicht informiert hat, dass quasi ihr Sohn nicht kommt für eine Zeit. But her husband keep instructing her not to speak about... Aber ihr Ehemann gibt ihr quasi vor, immer noch nicht über den Unfall des Sohnes reden zu dürfen. Oh Gott. Der Vater ist noch nicht zurück von letzter Nacht. The help alleviate the awkwardness the mother attempt some small talk. Also quasi, es ist super unangenehm und deswegen versucht sie ein bisschen Smalltalk zu führen. So, wie war dein Tag heute? Hast du etwas gelernt? Ja, ein etwas. Was magst du heute zu essen? Du musst heute unbedingt Gemüse essen, damit du groß und stark wirst. Ich denke ja. Dein Bruder hat mir heute lustige Geschichten erzählt, wie ihr beide aus Versehen eine Vase kaputt gemacht habt. Ihr hattet so Angst, dass ihr davon gerannt seid und über einen Baum und auf einen Baum geklettert seid und euch versteckt habt. He tried to save you by climbing the tree, but ended up getting stuck there too. Er hat versucht, dich zu retten, als er den Baum hochgeklettert ist, aber dann ist er dort oben auch festgehangen. You must have been up there for... Musst du dort für ein paar Stunden oben gewesen sein, bis euer Vater nach Hause kam vom Lebensmittelladen. Ich schwöre, ihr Kinder, verhaltet euch immer... always up to mischief whenever you... Also ihr verhaltet euch immer fehl, sobald eure Eltern aus dem Haus sind.
Oh Gott, die Mutter füttert den Sohn mit Brokkoli. Das Haus fängt an zu stinken. Ich hab doch gewusst, dass der jetzt fault. Das ist ja schrecklich. Also es ist muffig. Es riecht, als würde Fleisch anfangen zu faulen. Die Tochter wusste genau, woher das kommt. Und es sorgt dafür, dass ihr Magen sich umdreht. After dinner we can put on the radio. Also nach dem Essen können wir das Radio anmachen. The Lone Ranger might be on. The Lone Ranger sollte laufen. Du machst doch Cowboys, oder nicht? Nein, nicht wirklich. Ich gehe in mein Bett. Na gut. Dein Bruder und ich werden noch ein bisschen das Programm hier genießen. Es kommt Miss Grumpy Pants. Oh mein Gott, was ist für ein Spiel? Oh Gott, the mother's first task on the day after sending the daughter. Okay. Also die Aufgabe der Mutter, nachdem sie quasi die Tochter und den Ehemann versorgt hat, die rausgegangen sind, war, dass sie sich wieder den Sohn widmete. She hadn't noticed it before, but certain areas of the child's skin were discolored. Oh Mann, sie hat es noch nicht bemerkt, aber jetzt verfärben sich einige Stellen des Körpers vom Kind. It had the same green and blue hues of bruises, but the airy marbling patterns were nothing like she had seen before. Okay, also es waren eigentlich immer schon wie blaue Flecke, aber sie hat noch nie gesehen, dass jetzt auf einmal so viele Flecken kommen. Und es ist halt grün und blau und anders als ein blauer Fleck. So, und meistens sind sie auch wieder weggegangen. Wo hast du denn diese, were you playing with Mark? Hast du mit Stiften gespielt? Pulling out a sponge. Oh Gott, sie will quasi mit dem Schwamm jetzt quasi diese Körperstellen reinigen, aber sie merkt, dass es nicht funktioniert. Oh Gott, she retried her makeup kit to cover up the... Oh Gott, jetzt holt sie quasi Make-up und macht die blauen Flecken damit weg. Morgen wird das alles schon besser aussehen. Ach du Scheiße. Sweetheart, sagt die Mutter. Oh Gott, die passt das Salz. Kannst du das Salz deinem Bruder reichen? Er sieht aus, als würde er etwas brauchen. Die Tochter zögert. Aber er... Okay. I appreciate you being so well behaved since your brother's injury. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dich so toll verhältst, seit dein Bruder sich so verletzt hat. Es macht Mamas Job etwas einfacher. Keine Sorge. Er wird bald wieder mit dir durch die Wohnung rennen. Der Vater ist immer noch nicht zurück zum Essen. Der ist ja einfach abgehauen, ne? Auch ein geiler Typ. Genau, nachdem der Vater nicht zurückgekommen ist, the daughter was beginning to think that he had run away for good. Also quasi, sie glaubt langsam, dass der wirklich abgehauen ist. Sie würde ihn dafür auch nicht verurteilen. Aber warum konnte er sie nicht mitnehmen? Nachdem die Mutter quasi geputzt hat, the door flunged open, it was Arque. Also die Tür ist aufgegangen, es war der Vater, der kommt zurück. Oh, er ist aber hat gesoffen, oder? Er ist richtig rot. Ah, okay. Die Tochter, ihre Nase runzelt wegen dem starken Likörgeruch, der von ihm kommt. Hick! Home! Heading to bed. No dinner needed. Okay, ha. Ich bin zu Hause. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich brauche kein Essen. Das hat aber lang gebraucht. Darüber bin ich jetzt aber nicht happy. Unser Sohn braucht dich jetzt. Ich möchte nichts mehr davon hören, Frau. Vor allem dieses Frau immer. Oh Gott, die Tochter ist zurück in ihr Raum gerannt, als sie das mitbekommen hat. Oh Gott, sie kann schon die Eltern quasi im Schlafzimmer streiten hören. Und sie weiß schon, das geht jetzt einige Stunden. Oh Gott. Wie die Tage zuvor starrt schon wieder das Geschwisterchen von dem einen Bett zu ihr rüber. Es ist tough, es ist echt anstrengend mit ihm. Das Sand Major Iceburn, der faulende Geruch lässt ihre Augen brennen. So wie verfaulte Salami. Es ist ekelhaft, ey. Oh Gott, das ganze Haus muss so stinken, ne? Wie schimmlige Salami. She failed to suppress a tremble as the noticed the white fuss growing in the vegetable eye. Sie sieht quasi, dass sie das Auge schon zuschimmelt. She felt nothing but sympathy for the cause. Sie fühlt nichts außer Sympathie für den Körper. He deserved a proper burial like... Also er verdient eigentlich eine schöne Beerdigung wie Opa.
Nicht, dass man ihn hier die ganze Zeit wie eine Statue herumträgt. Bruder, bist du jetzt im Himmel? Bist du an einem glücklichen Ort? Oh Gott, das ist traurig, Tag 5. Das ist ja furchtbar. Oh Gott, the entire family was keeping to themselves in the living room. Die komplette Familie ist jetzt quasi im Wohnzimmer. Der Vater liest die Zeitung, die Tochter spielt mit with Jax. Der Sohn sitzt still in der Ecke und die Mutter läuft die ganze Zeit hin und her. Sie sprüht irgendwelches Insektenspray rum. Oh Gott, ja, weil halt der verschimmelt und die ganzen Insekten jetzt kommen. Oh, da sind so viele Fliegen. Ich kann das einfach nicht aushalten. Ich habe Angst, dass diese ganzen Geräusche euren Sohn stören. Unseren Sohn stören. Er muss auf jeden Fall schlafen, damit er sich erholt. Oh, mein Schatz, glaubst du, do you think something went bad in the pantry? If you help me some boxes, I would clean it. Ach so, sie fragt, ob er sich in die Hose gemacht hat, ob sie die Hose wechseln soll. Der Vater sagt gar nichts. Schatz, hörst du zu? Der Vater schmeißt die... Ich speichere nochmal. Der Vater schmeißt die Zeitschrift auf den Boden. Ich kann... okay, you're taking this too far. I'm tired of playing pretended. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre... so als ob. Du treibst es zu weit. Was meinst du? As in, I'm disposing of his body. As in, I'm disposing of his body properly. I'm digging his grave and you will not stop me. Okay, also ich beende das jetzt hier. Ich werde jetzt seinen Körper begraben. Ohne zu zögern verlässt er den Raum und kommt mit einer Schaufel zurück. Er nimmt den Rollstuhl. Die Mutter also latched onto it, pulling it to her side with all her might. Also die Mutter zieht wenig Schlaf und müde. sie tut einfach den Stuhl festhalten. Den Wheelchair. Und jetzt ziehen sie dran. Links, rechts. The bloated body was jostled between the parents, almost ready to topple over of the seat. Der aufgedunsene Körper wackelt die ganze Nacht links und rechts und ist eigentlich schon bereit, überzufallen und aus dem Sitz zu fallen. Nein, lass ihn allein. Du kannst ihn nicht hier lassen. Doch, kann ich. Ist unser Sohn. Hör auf, ihn Angst zu machen. Ach, um Gottes Willen. Er ist grün und stinkt nach Verwesung. Hört sich das für dich normal an? Die Frau hört eigentlich immer auf ihren Ehemann. Genau, der Mann sagt, die Frau hört eigentlich immer auf ihren Ehemann. Also sei nicht dumm. Wenn er erst beerdigt ist, unter dem Kürbisbeet, werden wir nie wieder darüber sprechen. Oh mein Gott, der will einfach nur das Kind jetzt beerdigen, obwohl er es überfahren hat und niemandem sagen, was passiert ist. A couple inches to the right and the china glass would have blinded him. Okay, nur ein paar Zentimeter weiter nach rechts und das Glas, was sie auf ihn geschmissen hat, hätte ihn blind gemacht. Wag es nicht, ihn mir wegzunehmen! Also ihr Ausbruch war komplett uncharakteristisch und untypisch für den Vater und der Mutter. Und es hat ihn so geschockt. Who or what had possessed them? Wer oder was hat die Mutter besessen? Beziehungsweise der Vater, bitte. Wir können Hilfe holen. Du wirst hysterisch. The mother opened a nearby drawer and grabbed... Oh, die Mutter öffnet eine Schublade und nimmt das Messer. Sie war gut im Kochen. Oh Gott. Und sie kennt ihren Schnittstil gut. The woman looked terrified, shakily holding that knife, but wholly prepared to strike the defense. Oh krass, sie hat das Messer und ist bereit zuzustechen. I will die before her letting my children get in harm's way. Okay, ich werde eher sterben, bevor ich zulasse, dass du meinem Kind etwas antust. Du bist eine Gefahr für uns. Ich werde es tun. Ich habe keine Angst. Im Prinzip hat der Vater auch das Kind überfahren, oder? Der Vater lässt die Schaufel fallen. Backing slowly away until he was strapped against a wall. Er geht zurück, bis er an eine Wand hinten anstoßt und nicht weiter nach hinten kann. Unglücklicherweise für ihn kommt die Mutter näher und die Distanz der beiden verringert sich. Da hast du recht.
We're the one who ran him over in the first place, so don't you dare lay any another finger on his head. Ah, du warst der, der ihn quasi überfahren hat. Also wag es nicht, auch nur einen Finger auf seinen Kopf oder ihn anzufassen, du Mörder. I've been following your... Okay, Mother. I've been following your every order, but... Ich befolge jede deiner Befehle. Aber schau, wo uns das hingebracht hat. For sake of your children. Das ist dein Kind hat's umgebracht. I think it's time to start... Es ist Zeit, dass du mir zuhörst. We're going to continue taking care of... Also wir werden jetzt quasi weiter unserem Sohn, auf unseren Sohn aufpassen. Because er hat, weil er einen schrecklichen Unfall hatte und unsere Hilfe brauchst. Hast du das verstanden? Die Mutter nimmt das Messer und hält es gegen sein Gesicht. Ich habe gesagt, hast du verstanden? Ja, ja, ich habe verstanden. Bitte tu mir nicht weh. Oh Gott. Gut. Also, now we're going to have ourselves a nice... Also jetzt haben wir ein schönes Dinner. Irgendwelche Einwände. Oh Gott. Der Raum ist leise. Okay, sie hat sich wieder ein bisschen entspannt, aber sie hält das Messer immer noch so fest, als würde ihr Leben daran hängen. Da bin ich ja froh, mein Schatz. Bitte folge Mama und hilf ihr. Wir werden deinen Bruder wieder zurück ins Schlafzimmer bringen. Ich denke, things are a little too loud for... Ich glaube, es wird ein bisschen zu laut für ihn. Ihr zwei, beide seid einfach... You two have been so inconsiderate. Also ihr habt euch einfach gesagt, einfach nicht gut benommen. Tag 7, eine Woche schon, oh mein Gott. Oh nein, alles Gute zum Geburtstag. Hahaha, pack es endlich aus, der Sohn. Wow, ein Fahrrad, dankeschön. Natürlich, the three things sport have about we break it in after the party. Okay, na toll, schön, Sport. Wie wär's, wenn wir dann nach der Party ein bisschen damit fahren? Ja, gerne. Das ist das beste Tag überhaupt. Die Tochter sagt, kann ich auch damit fahren? Der Sohn sagt, niemals. Du brauchst auf jeden Fall erst nochmal Übung auf den Rädern. Mama, er ist wieder gemein zu mir. Dann sagt die Mutter, sei nicht so böse. You still have to unwrap the last of your... Ah, du musst immer noch das letzte deine Geschenke auspacken. Wer möchte noch ein Stück Kuchen? Ich. Das ist ein Traum. Sie hat geträumt, dass der Bruder wieder lebt. Okay, hier, wir haben Errungenschaft, Bloat. Oh, er wird schon aufgebloatet, schau mal den Hals an. Bist du immer noch böse, dass Mama und Papa dir wehgetan haben, sagt die Mutter zum Sohn. Oh Gott, ich bin so erleichtert, schön, dass du uns verzeihst. I always tell your daddy to be... Ich habe immer schon deinen Vater gesagt, er soll mehr aufpassen, wenn er fährt. Aber er hat nie auf mich gehört. Okay, the mother picked out another Margot. Okay, also die Mutter holt quasi von dem Sohn eine weitere Made und schmeißt sie in den Müll. It was starting to overflow, but at least she was making progress in moving the skirmish creatures. Also es fängt quasi an, jetzt immer mehr zu werden, dass er verwest, aber immerhin tut sie die Maden und alles entfernen. Ach, ich weiß schon, das fühlt sich schon viel besser an, oder nicht? Sie war eine geduldige Frau. Sein Heilungsprozess... Könnte aber noch etwas, sollte nicht mehr länger andauern. Tag 10, 3 Tage später. Ich war heute ein bisschen spät dran, dich aufzuwecken. Bitte zieh dich an. Oh Gott, bottle after bottle. The mother used a aerosol refresher to help air out. Okay, also die Mutter holt quasi eine Flasche nach der anderen raus, um quasi die Luft rein zu halten. With her other hand, she's crashed and scuttling beetle. By now, she was certain that something went bad in the pantry for there to be such a large but investigation. Also langsam schnallt sie selber, dass was nicht passt. Oh Gott. Also sie sagt immer noch, dass irgendwas in der Speisekammer doch eigentlich verfault sein muss, wo die ganzen Viecher herkommen. As much as she was looking forward to... Solange, also sie sucht quasi in der Speisekammer nach den Problemen. She may have to clean out the entire pan. Ja, sie tut jetzt die ganze Speisekammer ausräumen, weil sie glaubt, da kommen die ganzen Viecher und die Gerüche her. Oh Gott. Sie hat eine
eine Fliege zerschlagen, die auf dem Sohn seinen Kopf saß. Oh, tut mir leid, mein Schatz, da war schon wieder eine Fliege, die durch rumgeschworen ist. Hat's wehgetan? Oh Gott. Das wäre eigentlich ein richtig guter Film, ne? Oh. While the mother was hard at work cleaning, also während die Mutter hart damit beschäftigt ist, das Haus aufzuräumen, vermeidet die Tochter heute den Kontakt und ist lieber draußen, so viel es geht. Jedes Mal, wenn sie nach Hause kommt, happily greeting her. Jedes Mal, wenn sie nach Hause kommt, tut der Körper ihres Bruders sie glücklich begrüßen, weil er so ein Lachen auf dem Gesicht hat. Sie kann es nicht mehr ertragen zu sehen, wie er einfach vor sich hinrottet und erstinkt. Das Haus ist exudation was overpowering. Also es stinkt einfach nach Verwesung. Ist nicht witzig, aber ich find's so abgefuckt. Die Exudation. Green and brown juices drip from the head. Grüne und braune Soße kommt von dem Topf, von dem Kopf und tropft runter und saugt seine Klamotten damit voll. It wasn't rotten meat or spoiled milk anymore. It was death. Es war nicht mehr nur verrottetes Fleisch oder Milch. Es war der Tod. Und Kinder wollen auch nicht mehr in ihrer Nähe sein. In the corner of her eye, she could see them gag and hold their noses. Ah, okay. Sie hat auch in der Schule Probleme. Keiner möchte mehr in ihrer Nähe sein. Die Leute, sie hat gesehen, wie Leute über sie reden und ihre Nase zu halten, weil sie halt auch schon danach stinkt. Sagt Woman's Voice. Are you sure you don't want to stay with a little longer? Ach, bist du sicher, dass du nicht ein bisschen länger mit mir bleiben möchtest? Der Vater sagt, ich kann nicht. Ich muss zurück zu meiner Frau. Oh, der Vater hat eine Affäre. Die Frau sagt, aber du siehst momentan so gestresst aus. Ist alles okay daheim? Der Vater lässt einen tiefen Atem raus. Nein, eigentlich nicht. Die Frau sagt, oh mein Gott. Oh dear, oh ja, in der Tat. I haven't been fretted the best recently. My wife has been so demanding, screaming at me for the little things. She is strutting around like she wears the pants. Ah, okay, beschwert sich, dass die Mutter quasi schlecht zu ihm ist. Sie tut so, als hätte sie die Hosen an. Sie motzt ihn an. I can't get any peace. And ich kann quasi keine Ruhe und Frieden zu Hause mehr finden. Was ein Schwein. Er sagt, dass man soll nicht sagen, dass sein Sohn tot ist. Ich muss ihr zeigen, wer der Boss ist. Sie kann mich nicht so behandeln. Ich bin der Mann, verdammt nochmal. Ich wünsche dir Glück. Du weißt immer, du kannst immer wieder zurück zu mir kommen und ich werde deine Wunden lecken. Wo bist du geblieben? Es ist spät, sagt die Mutter. Arbeiten. Unser Sohn hat nach dir gefragt, weil du dich gestern so komisch verhalten hast. Du machst ihm wirklich krank vor Sorge. Jeden Tag reden wir über unseren Sohn. Ich mag nicht, wie du blastet. Was meine ich mit blastet? Gesprengten, aufgedunsten Sohn. Oh. Oh. Du tust deinen Job und ich und machst das Geld. Ich passe auf das Haus und auf die Kinder auf. Warum ist das so schwer zu verstehen? Du nennst mich dumm? He was humiliated from how quickly she shut him down. Also er war quasi entsetzt, wie schnell sie ihn quasi wieder ruhig gestellt hat. At least she couldn't distance his actions outside of the home. The state. Also sie hat auch weiß, hat auch keine Ahnung, was er quasi macht, wenn er nicht zu Hause ist. He rated himself for his cowardice. Also quasi weiß auch nicht, was er irgendwie macht. Oh, jetzt hat er schon einen Bart. Schatz! Dies wird immer blauer. Und er hängt auch schon richtig im Stuhl. Es tut mir leid, dass das Essen so schnell gemacht worden ist. Ich musste mich um dein was consuming was. Ich musste quasi die meiste Zeit meines Tages in deinen Bruder stecken. Oh Gott, it was worse than rushed. More like she threw random ingredients. Okay, es war also schlimmer als. Das Essen war schlimmer als nur schnell gemacht. Es waren irgendwelche Zutaten irgendwie in den Topf reingeschmissen. Die letzten Wochen, it seemed that most of her meals were
Ending in The Similar Fate. Also es ist so in den letzten Wochen, dass das meiste ihre Gerichte hier das gleiche Schicksal erliegen wie dieser komisch zusammengeschmissene Essenspot. The daughter poked a semi-charged apple with her fork. Ah, okay, die Tochter hat quasi einen komischen, ein Apfelstück an ihrer Gabel. Da war eine Made. Eine Made lebt in ihrem Essen. Oh, wie schrecklich. Oh my. Was habe ich dir gesagt? What I told you about not washing your hands before. Oh Mann, was habe ich dir gesagt? Was passiert, wenn du deine Hände nicht wäschst? Du musst immer deine Hände waschen. Wo hast du heute gespielt? Oh Gott, es sind schon die Maden im Essen. Hör auf endlich. Wie kannst du so tun, als wäre alles normal? Dear, tell her that everything... Mein Schatz, sag ihr, dass alles normal ist. Der Vater schaut, like he was in a trance. Der Vater schaut, als wäre in einer Trance. Oh Gott, die sind schon alle voll am Arsch. Listen, hör deiner Mutter zu, sie hat recht. Das ist nicht wahr. Why do you insist on talk? Wieso, was fällt dir ein, so mit uns zu reden? Du bist das Kind. Du verstehst nichts. Behandle deine Eltern mit Respekt. Oh Gott, die Mutter füttert wieder den Sohn mit Essen. Und da sind Maden drauf. Eine milchweiße Margot. Eine milchweiße... Ich will es gar nicht lesen, weil es so viel eklig ist. A milk white Margot slipped from the softening pumping head and landed on the spoon. Obviously to the mother. Also quasi hat dem Kind einen Löffel gegeben und da ist halt eine Made von dem Kopf auf den Löffel gefallen und jetzt auf den Löffel der Mutter. Yummy, schmeckt das nicht gut? Das isst sie es auch noch. Oh Gott, sie hat es wirklich gegessen. Ich gehe in mein Zimmer. So solltest du es auch. Oh mein Gott, das ist schrecklich, wirklich. Also das ist ja wie so ein Albtraum. Es hat... Okay, kein Abendessen für den Rest des Abends. Das ist irgendwie wirklich wie bei Resident Evil 7, ne? Diese komische, crazy Familie einfach, die einfach durchgeknallt ist. Okay, die Tochter wurde dazu gezwungen, ihren Bruder mit nach oben zu nehmen. Making sure, sie hat aber versucht, es zu vermeiden, seinen schleimigen Körper oder irgendwas anzufassen. His a doomed, distended beyond belief. Sein zurückgelassenes, schreckliches Ich starrte sie immer noch an. Was da straining to rip through his clothes. Also quasi, er sitzt auch einfach. Ja, also es ist jetzt alles am Verwesen. The gorgeous insects were taking delight in how he was a balloon ready to pop. Also er war quasi er war einfach schon so aufgedunsen wie so ein Ballon, der wartet zu platzen, vor allem der Magen. Wer weiß, was für schreckliche Dinge noch in seinem Bauch drin sind. Oh Gott. Die Tochter fällt auf ihre Knie. Mother keeps saying everything was fine. Meine Mutter sagt, es ist alles toll, aber natürlich ist es das nicht. Returned. Was gibt sie denn uns zurück für die Normalität? Whatever did she do to deserve this torture? Whatever did she do? Was hat sie denn getan, um diese Tortur auszuhalten? If only she and her brother hadn't been rowhousing when in the car came. Oh, was? Haben die gestritten? Ach so. Die haben gestritten, oder? Glaube ich. When she looked up, the body was now facing away from her. Als sie quasi nach oben drückt hat, auf einmal ist der Körper nicht mehr in ihre Richtung gerichtet. Giving her some semblance of privacy during her grief. Also der Körper ist nicht mehr zu ihr gerichtet und es gibt ihr so ein bisschen Privatsphäre. Or was he always facing that way? Oder hat er sich immer in die Richtung gedreht? Ich konnte mich nicht erinnern. Jetzt dreht sie durch. Danke. Natürlich. Natürlich war dort kein. Hat er nichts zurückgesagt. Yet she still felt the urge to say something. Aber sie fühlte trotzdem, dass. Sie wollte trotzdem irgendwas sagen. Ich vermisse dich, Bruder. Ich vermisse dich sehr. Also, sie ist quasi nicht mehr sicher, ob er sie jetzt gerade angeschaut hat oder nicht. Tag 17. Um Gottes Willen, hört doch auf.
Schule, jetzt. Oh mein Gott. Ein weiterer Tag. Oh Gott, ein weiterer Müllsack mit leeren Insektensprays. Oh Gott, alongside some flanky Adipus. Das muss ich mal kurz gucken, was das heißt. Ist es eklig. Ist es eklig, okay. Ich frage mich, wie lange es noch braucht, bis die endlich mal begreift, dass das Sack ist. Okay, also auf jeden Fall, sie hat jetzt leere Säcke mit Insektenspray und sie tut halt die ganze Flüssigkeit, die aus seinem Körper tritt, wegputzen. Oh, es ist so viel Müll um ihn rum. Immer um den Wheelchair, um den Rollstuhl. Not to mention running her upholstery, so she might as well clean him where he sat. Also sie hat alles geputzt und sie tut immer noch so, dass sie nicht weiß, woher denn das alles kommt. Du musst mehr auf dich aufpassen. Das letzte Mal, als ich dich gewaschen habe, als du ein kleines Baby war. Nicht zu sagen, dass du immer... Ich will damit nicht sagen, dass du nicht mehr mein kleines Baby bist. She was frustrating with how many rags it took to maintain her son's clean lines. Also sie ist frustriert, wie viele Lumpen sie braucht, um ihn sauber zu halten. He was slowly making his way through her favorite dish rags. The pelican pattern one she was using for soaked with murky brown and greens. Also es ist jetzt alles einfach nur voll mit stinkenden, braunen, grünen Flüssigkeiten. Her poor pumpkin seemed to be covered in a greasy black substance. Oh nein! Also quasi der Pumpkin Head, der fängt jetzt an, so schwarz zu werden. It wasn't his job to clean the stovetop. Ach Gott. Also sein Pumpkin-Kopf ist jetzt langsam schwarz und sie sagt, es war doch nicht sein Job, den Kamin oder den Herd zu putzen. Die Mutter versucht jetzt immer noch härter, die kleine Stelle auf seiner Haut, die schwarz ist, wegzuschrubben. She groaned more and fluid aus und sie regt sich auf, dass es nicht weggeht. Oh, your sister has been refusing to... Deine Schwester hat sich geweigert, mir bei der Wäsche zu helfen. Kannst du das glauben? Ich würde mich wünschen, dass sie sich einfach so verhält wie du. Niemand möchte so viel Zeit mit seiner alten Mama verbringen wie du. Deswegen warst du immer mein Liebling. Och, gib mir eine Sekunde. Ich bin gleich zurück. Hallo? Hier ist die Mutter. Was? Was hat meine Tochter gesagt? About that, I think a raccoon died in the walls. We're going to have to get it looked at. Ah, ach so, weil die Tochter so stinkt. Nee, ich glaube, bei uns ist nur ein Waschbär irgendwo in den Wänden gestorben, aber wir tun alles dafür, um ihn zu finden. Ja, ja. Sie tut einfach nur wieder überreagieren. Kinder haben immer so eine krasse Vorstellung. Oh mein Gott. Oh Gott. Dieses Mädchen. Because the school was, has long since left. The mother had to drive to school. Oh Gott. Also der Schulbus fährt nicht mehr, die Mutter holt jetzt die Tochter ab und die Tochter hat versucht zu petzen. They drove back in silence. Okay, sie sind beide wieder quasi zurückgefahren und haben nichts geredet. Und die Tochter hatte extreme Angst. Die Mutter sah aus, als würde sie jederzeit explodieren. Okay, erkläre dich selber. Dein Lehrer hat heute gesagt, you will insist on not returning home. Because there's a corpse in the house. Also deine Lehrerin hat gesagt, sie wird nicht mehr du wirst heute nicht mehr zurückkommen, weil ein toter Körper in unserem Haus ist. Weißt du eigentlich, wie sehr du mich blamierst? Aber es ist wahr. Es sind überall Insekten, die rumkriechen in unserem Haus. Ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich fühle mich krank. Die Mutter schaut auf den Körper. Was ist das, Schatz? Sie ist ganz schön unanständig, nicht? Ja, ich finde, du hast recht. Mama, er ist tot. Er wird nie wieder antworten. Wann wirst du das endlich verstehen? Es ist so scheiße, hier zu leben. Was für eine schlimme Sache sagst du da eigentlich über deinen Bruder?
Alles geht den Bach runter, seitdem er gestorben ist. Du machst, you don't do my hair. Ah, du machst nicht mal mehr meine Schleife, meine Haare. Das Essen ist verrottet. Vater kommt kaum mehr nach Hause, und weil er den Geruch nicht ertragen kann. Ah, I know you're still grieving, but when will you ever get it through your thick head? Oh Gott, das ist so, als wirklich, als würdest du mit einer Irren reden, die einfach es nicht wahrhaben will. Ich weiß, du traust immer noch, aber wann geht es endlich in deinen dicken Kopf rein? Boah, die Mutter. The mother's eyes wiped at the redding of her hand and to weep her daughters on the floor. Boah, sie, the woman had spanked both of her children for misbehave before, but she had never stricken her face. Also hat sie jetzt eine Ohrfeige gegeben. Du hast mich geschlagen. Sweetie, ich hab's nicht so gemeint. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Du hast mich einfach nur gestresst, wie du über deinen Bruder geredet hast. Ich kenne dich nicht mehr. Aber du bist nicht mehr meine Mutter. Ich hasse dich. Mein Schatz. Nein. Du kannst dich nicht mehr verstecken. Ich erzähl's der Polizei. Ich erzähle der Polizei alles über dich und meinen Bruder. Sie rennt raus zum Telefon, aber die Mutter greift sie an den Haaren. Pain scared. Sie hat quasi. Der Schmerz geht durch ihren Körper durch. Du blödes Kind! Nach allem, was ich für dich getan habe. Es tut weh, Mama, es tut weh. Du wirst mir... Oh Gott, was? Scalp auf. Was? Du skalpierst mich. Du reißt mir die Kopfhaut aus. Holy shit. Okay, also ein Kind hatte quasi nicht die Kraft, eine Frau, gegen eine Frau anzukommen. Die Tochter wurde über den Boden gezogen, using all of her strength to attempt to relieve herself. Also sie versucht quasi alles zu tun, dass sie sich irgendwie wehren kann. When the mother reaches the child, wenn die Mutter quasi das Kinderzimmer erreicht, schmeißt sie das Kind rein und sperrt die Tür zu. Lass mich raus, ich blähe dich an. Oh, Mami ist so müde. Okay, das arme, fertige Mädchen schlägt gegen die Tür immer und immer wieder. Die Mutter hört ihr nicht zu. And I'm sure you're tired of getting arguing as well. Und ich glaube, du bist auch genauso müde wie ich, mit mir zu diskutieren. Daddy hat auch eine Weile mit mir diskutiert. Aber jetzt hat er endlich gelernt, was Mami will, ist das Beste. Alles, was wir tun müssen, ist nur noch ein bisschen warten, bis dein Bruder geheilt ist. Glaubst du an deine Mutter oder nicht? Ich muss deinen Vater davon erzählen. Er wird nicht erfreut sein. Nein, Mama, es tut mir leid. Wenn es dir wirklich leid tut, dann musst du eine bessere Schwester sein. So kannst du nicht bleiben. Diese Nacht hatte die Tochter einen Albtraum. Margots covered every square inch of her body. Also Maden haben jeden einzelnen Zentimeter ihres Körpers überdeckt. Twisting and writing to find any way to burrow deeper inside. Die versuchen quasi einen Weg in den Körper hinein. She also would have screamed if her mouth wasn't... Sie würde schreien, wenn ihr Mund nicht voll mit Maden wäre. Die weißen Würmer gehen quasi über die Zunge, bashing against the wall of her... quasi kommen durch den Pumpkin Head, das hat sie auch im Kürbiskopf an, und versuchen zu fliehen. She could feel their tiny mouth eating away her. Sie kann spüren, wie die Maden mit ihren kleinen Mündern sie aufessen. Bissen für Bissen. Hallo, mein süßer Junge. I was just checking. Ich wollte nur nach dir gucken. Störe ich dich bei deinem Schlaf? No, she wasn't her brother. Leave her alone. Nein, sie war nicht ihr Bruder. Lass mich allein. Mutter, you haven't fallen asleep yet. Are you having trouble? Du bist immer noch nicht eingeschlafen. Hast du Probleme? I can read you a bedtime story. Ich kann dir eine Bedstory, eine Schlafgeschichte vorlesen, wenn du möchtest. Welche möchtest du hören? Wenn ich mich recht erinnere... Die hässliche Ente, war das nicht dein Favorit? Sie setzt sich neben die Tochter. Unaware of Slimmy. Also quasi und beachtet auch gar nicht die ekelhaften Maden, die sich einfach durch sie durchfressen. Und sie fing an zu reden. Die Erde ist suffocating? Suffocating. Ah, suffocating. Suffocating, Leute. Wer kennt's nicht, Leute? So, die Luft war einfach nur erstickend. And she began, und sie fing an zu lesen. Gute Nacht. Hab schöne Träume. Sie hat ihren kleinen Kürbis geküsst und ließ ein dark smile clench to her lips from her sweet goodnight crouch.
Ja, also diese dunklen, dieses dunkle Gesicht mit dem dunklen Pumpkin-Head blieb quasi zurück. Der Raum wurde komplett schwarz und ließ die Tochter alleine. Tag 20. Um Himmels Willen. Yes, Ma'am, meine Tochter ist auch zu Hause. Die Kids fühlen sich gerade nicht gut. Sie kommen aber bald wieder zurück zur Schule. Ja, natürlich. Ich werde sie in der Zeit auf jeden Fall von zu Hause aus unterrichten. Meine Babys werden bald zurück sein. Sie können jetzt aufhören anzurufen. Die Mutter war müde und gestresst von dem Telefonanruf. Ach, erst gestern die Elektrikfirma, die auf einmal den Strom abgestellt hat, weil die Rechnungen nicht bezahlt worden sind. Und sie musste sie jetzt bezahlen. Ach, der Vater zahlt auch nichts mehr. Okay. Die Haut des Sohnes sieht heute immer noch mal deutlich schlimmer aus als gestern. His skin was soaked paper towels. Also quasi seine Haut ist quasi mit Papers, mit Papiertüchern umwickelt und die ist komplett eingesaugt mit irgendeiner Flüssigkeit. The mother brought out more of her makeup. Okay, die Mutter bringt schon wieder mehr Make-up und versucht ihn abzupudern. Oh Gott, das ist nervig. Unlike her previous attempts, her son's skin refused to obey. Also, oh Gott, das ist so grausig, ey. Wann hat sie jetzt eigentlich vielleicht auch die Tochter umgebracht? Also quasi, so viel sie auch versucht zu machen, die Haut des Sohnes macht, was sie will. Like a silk glove, the skin slipped off. Oh Gott, wie ein schöner Handschuh. Die Haut fällt jetzt quasi ab vom Fleisch und fällt auf den Boden. Dann mehr und mehr und mehr. He was resembling some bloated lizard emerging from his mold. With each opening, a drip of black stew-like gall kept trickling down his limbs. Weil die hat halt die Tücher an ihn dran gemacht, jetzt fällt es auch alles runter, die ganze Haut fällt ab. Nein, 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 mach das nicht! Sie presst ihre Hand against him to hamper any further slaughtering. Sie drückt ihre Hand quasi gegen seinen Arm oder was auch immer, damit nicht noch weitere Hautteile abfallen. Es ist ekelhaft. Finally the stream of boiled delicious come to rest. The child in front of her was particularly deflated. Sage him further into the soaked seat. Also er ist jetzt komplett ineinander gefallen. Das ist nicht gut! Why wouldn't her husband take the child to the... Warum hat ihr Ehemann das Kind nicht zum Krankenhaus gebracht? The mother was damn near ready to herself, but she knew the jostling from the trip make things worse. Ja, also sie sagt quasi, warum, jetzt fängt sie langsam so an, warum haben wir es nicht ins Krankenhaus gebracht? Even the lightest touch of her hands was not safe. Also selbst die leichteste Berührung ihrer Hände war nicht mehr sicher und das Kind ist halt in sich zusammengefallen. Tears were, also sie, die Tränen rollen ihr die Backe runter. What more could she do? Was könnte ich noch tun? On the contrary, the son's face was twisted into some relieved grin. Also quasi, jetzt ist quasi der Kürbiskopf auch in irgendein komisches, erleichtertes Grinsen eingefallen. The tired woman looked down. Die müde Frau schaut runter. Her dress hem was dyed in, also quasi ihre Klamotten waren komplett mit dieser komischen Flüssigkeit getränkt. Touching her dress only further coated her hands in the muckers. Das ist so, so eklig beschrieben, einfach nur. Sie tut jetzt quasi ihre Hände in den Schleim reinhalten. After the mother spent the rest of the day cleaning, also sie bringt wieder den Tag damit, alles zu putzen. Und sie hat gebadet, ist dann ins Bett gegangen. Tag 22. Anytime the daughter's door was locked, it was to slip in food. Ah, okay. The time was irregular, making it difficult to calculate when she... Okay, also sie ist quasi nicht eingesperrt und sie weiß auch nicht mehr ganz genau, wie die Zeit ist und wann sie eingesperrt worden ist. Also sie weiß nicht mal mehr, wann sie entkommen ist. Sie kann kaum noch mehr essen. Das Essen, was ihr quasi gegeben wird. Not one meal passed without a wiggling. Also nicht ein Essen kam an, ohne irgendeine Made drin. Und in diesem Raum hier irgendwie drin zu sein, ist einfach nur schrecklich. Ist einfach nur stickig.
She brushed off a hungry fly crawling on her arm. Sie hat quasi eine hungrige Fliege auf ihrem Arm weggemacht. Their usual food sources had been relocated to the living room from several days now, but they were more than happy to bother her. Okay, also die Fliegen sind jetzt auch mehr im Wohnzimmer die letzten Tage, um sich zu ernähren, weil da ist ja auch der Bruder. The daughter remembered Job, a figure of the Bible. Die Tochter erinnert sich an Job, eine Figur aus der Bibel. Despite all the suffering and adversity he was given, he never gave up hope and he rewarded in the end. Also quasi laut diesem Job ist es so, der hat niemals aufgehört zu glauben und dann am Ende hat er quasi die Hoffnung hat sich gelohnt. Sie könnte es auch durch diese Misere machen. One power the daughter had over the mother was retaining her wrist. Oh Gott. Die Polizei ist hier, aber warum? Die Mutter glanced at the room. The mother glanced at the rooms behind her. Okay, die Mutter schaut quasi auf den Räumen hinter ihr. Versteck ihn, mach ihn sicher, dass die Polizei nicht finden kann. Guten Abend, Officer. Was ist los? Entschuldigen Sie, wir wurden angerufen, weil wegen einem Riechproblem, Smell Complaint, ach so, weil wegen dem Geruch sich jetzt quasi beschwert wurde. Einer Ihrer Nachbarn ist nicht glücklich. Ja, Sir, das stimmt. Ich bin gerade dabei, das Beste zu machen. Und wir versuchen alles, um es quasi sauber zu machen. Insects in the pantry. Okay, also Insekten sind quasi Insekten sind quasi im Lebensmittelraum. Irgendwo ist ein Waschbär in der Wand und das ist einfach nur ein lebender Albtraum. Phew, ich kann das auf jeden Fall riechen. Do you have a stinky cheese factory hidden? Haben Sie hier irgendwo eine stinkende Käsefabrik hier drin versteckt? Die drei lachen weird. Der Anrufer hat übrigens auch noch gesagt, dass er den Sohn schon eine Weile nicht mehr gesehen hat. Yes, it's a case of the measles. I'm afraid he hasn't have been improving as quickly as it hoped. Ah, okay, ja, ihm geht's halt nicht gut. Er hat sich immer noch nicht so schnell erholt, wie er eigentlich sollte. I've been so wary, everything seems to be piling up. My husband keeps saying he doesn't have time to help. He's always working. Mein Ehemann sagt, er hat keine Zeit zu helfen. Er ist immer noch am Arbeiten. Ah, okay, die Mutter tut quasi ihre Augen von den Tränen reiben und die Polizeimänner tun quasi ihren Kopf nach unten richten. Oh, es tut uns so leid, Madame. Wir wollten Sie nicht stören. Wir wünschen Ihnen das Beste. Ach, danke schön, Sie sind so nett. Ich werde es ihm auf jeden Fall erzählen. Oh Gott, aber wieso kommen die nicht rein? Die Tochter. The daughter's mouth was grabbed with an old sock. Oh Gott. Der Tochter, ihr Mund wurde quasi mit der Socke gestopft. Hinter ihr, ihr Vater, der versucht, ihr ein Seil um die Arme zu binden. The man had a little idea how to do it and was trying to barbarically force the limbs into the position. Also er weiß genau, wie er es machen muss. Your mother cares about us. You know that. Unsere Mutter kümmert sich. Deine Mutter mag uns. Oder kümmert sich um uns und sorgt uns um uns. Ich glaube, du weißt das. Du kannst sehen, wie sehr sie deinen Bruder liebt. She will come around and then. Also, sie wird vorbeikommen, dann werden wir wieder eine echte Familie sein. Why did her father keep listening to the. Warum hört ihrem Vater überhaupt diesem Monster zu? The daughter let out of muffled wails. Finally, a man turned to stare at her. Also der Mann kann sie jetzt quasi anstarren. Instead of a cold glare, he looked pained from heartbreak. He placed what might have been a loving hand on her shoulder, but he seemed too lost to tell. Also er hält, tut sie quasi wie sie an der Schulter anfassen. Yes, that's it. She was his child, remember? Surely he realized what he was doing to her.
Ah, okay, er erinnert sich quasi wieder, dass er ihr seine Tochter ist und dass ihm gerade erst jetzt bewusst wird, was sie ihr eigentlich antut. Lo! Any trace of empathy vanished when he heard the returning high heels of mother. Alles, woran er sich erinnert hat, ging wieder verloren, nachdem er quasi die hohen Schuhe der Mutter hörte. Was hat dich so lange gebraucht? Komm mit mir zum Ausgang. Oh, ihre Arme sind immer noch, sind schon rot, weil sie quasi versucht, gegen die Seile anzukämpfen. No, lass sie nicht hier. Oh Gott. On the opposite side of the room, the sun on the body was mocked. Oh Gott, von auf der anderen Seite des Raumes starrt sie der Sohn an. A large section of hand, little muscle stripped onto E. Ein großes Segment von Haut und Fleisch fließt jetzt von der einen Hand auf den Boden. Eventually the police, also leider fuhr die Polizei weg. The parents did not return to unbind her. Die Eltern sind nicht zurückgekommen, um sie abzubinden. Was it because they forgot or did they know she would attempt to escape again? War es, weil sie sie vergessen haben oder weil sie wussten, sie würde wieder abhauen? Tag 25, die haben sie nicht. Black Putrefaction. Both, also beide, der Vater und die Mutter starten auf den schwarzen Fleck auf dem Boden. It was soft and delicate, like it was tissue paper. Ist die Haut. Likewise, the child was rapidly falling. Also das Kind fiel in sich zusammen. His mushy pumpkin head barely attached into the neck. Also selbst der Pumpkin-Kopf fällt bald ab. Ich dachte, nachdem wir seinen Kopf wiederhergestellt haben, wird es besser. Aber jeden Tag wird es nur schlimmer und schlimmer. Was ist los? Was haben wir getan? Das ist es. Was ist, wenn wir seinen Körper auch noch ersetzen? Sein Körper war nicht kompatibel mit dem Kopf. Also sollten wir einen neuen Körper für ihn finden. Der Nachbarssohn. Der ist dasselbe Alter. Oh mein Gott. Bringt das Kind heute hierher nachts. Ich möchte nicht warten. Unser Sohn braucht einen neuen Körper. Ach du Scheiße. Die Tochter wachte auf. Was passiert hier? Ein Kind schreit unten im Keller. A child screamed in the basement, answered her questions. Would she be the next? Okay, quasi ein Kind schreit unten. Wird sie die nächste sein? The daughter did the only thing she could think of. Das Einzige, woran die Tochter denken konnte. Hail Mary, full grace. The Lord is with thee. Blessed are the young woman. Footsteps grew closer. Okay, kommen für Fußschritte näher an ihr Zimmer. Oh mein Gott, Mary, Mother of God, pray for you. Bete für deine Sünden. Deine Mutter möchte dich sehen? Nein, nein! Oh mein Gott, jetzt bin ich dran. Oh Gott, der hat einen neuen Körper. There was an uninvited person. Da war eine nicht eingeladene Person im Keller. Und er war tot. Er war frisch. Und der Kopf auf seinen Körper war noch frischer. Ihre Eltern haben wirklich einen umgebracht. In der Ecke liegt der Körper des Bruders. Oh Gott, zur Seite gelegt. Look, schau, mein Schatz. Dein Bruder geht es schon viel besser. Bist du jetzt glücklich? Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen. Oh Gott, die Mutter läuft zur Tochter. Komplett in Blut getränkt. Die Tochter möchte kotzen, aber der Vater hilft ihr, dass sie nicht wegrennen kann. Oh, ich bin so froh, dass du zustimmst. Jetzt werden die Dinge endlich wieder besser. Vergiss nicht, dass du morgen zur Schule musst. Dann kannst du deinen Bruder mitnehmen. Oh Gott. She was prancing around the wheelchair beyond proud of her newest work. Sie stolzierte stolz um den, das ist so krank, ne? Also wirklich. Vor allem, das fällt doch auf. Also irgendwann muss doch mal jemand was merken. Also sie ist quasi um den Rollstuhl gelaufen und hat ihre neue Arbeit ganz glücklich betrachtet. Die Tochter wusste, dass wieder in einem Monat der Körper wieder anfangen würde zu rotten und dass wieder alles von vorne anfangen würde. While the mother spoke, the new corpse was already turning pale. Während die Mutter spricht, wird der neue Körper schon wieder blass. Ja, ich war so beschäftigt, das für heute vorzubereiten. Aber heute gibt es wieder Dinner. It may be the middle of the night. Es wird, but how about we have ourselves a celebration meal with fit or whole. Okay, also es würde die ganze Nacht brauchen, aber hey, wie wäre es, wenn wir mal ein ganz tolles Dinner hätten? Die Polizei so früh?
You're absolutely good for nothing. Du bist eigentlich echt nicht zu Tauge, du dummer Ehemann. Ich hätte es selber machen sollen. Der Vater dreht sich weg. You've always been so offish, and thanks to you, you have no ruined it for all of us. Na, ganz toll gemacht. Das hast du für uns alle ruiniert. Lass sie hier nicht runterkommen und meinen Sohn wegnehmen. Okay, die Eltern waren gerade gestresst. Es war jetzt ihre Chance, wegzurennen. As hard as she could, the daughter bit down. Also quasi, die Tochter hat so hart die Hand des Vaters gebissen, wie sie konnte, bis sie geblutet hat. Und dann ist sie rausgerannt. You better rethink that right now. Ah, die Tochter hat sie jetzt. Du denkst darüber besser nochmal nach, meine Liebe. Die Mutter, oh Gott, die Mutter holt ihr Schlachtermesser raus. Oh Gott, aus dem Nacken des anderen Kindes. Wenn du uns verlässt, dann... Wenn du uns verlässt, werde ich ihn töten. Du möchtest doch nicht dafür verantwortlich sein, dass dein Bruder stirbt, oder? Das macht Mama sehr traurig. Ich habe keine Angst, es zu tun. Mach nicht noch einen Schritt. For a split second, the daughter almost pitted her mom. Through this entire month, the mother kept denying and making excuses completely disillusional that nothing was wrong with her old child. Okay, jetzt sagt sie halt im Prinzip, jetzt sagt sie, sie wird ihn umbringen, aber davor hat sie sich ganze Zeit um ihn gesorgt. Even now she was treating this disappearing corpse like a hostage with value. Auch wenn sie dieses komische Ding wie jemanden behandelt hat, der irgendwie einen Wert hätte. Hä? Was ist das, Schatz? Du möchtest, dass ich dich stattdessen umbringe? Das macht Sinn. Ich habe dich sowieso immer mehr geliebt. The older woman forced the daughter her knife already poised for attack. She wasn't kidding. Also sie hat sich bereit gemacht, ihre Tochter zu attackieren. Sweetheart, hör mal zu. Komm mal die Treppen runter. Du hast sowieso schon so viel Ärger, für so viel Ärger gesorgt. Die Tochter war so knapp dabei, so close to escape, but her legs refused to move. Sie war so kurz davor zu entkommen, aber ihre Beine weigerten sich zu gehen. Gloria? Her heart was ready to burst out. Also ihr Herz war bereit, aus der Brust zu schlagen, aus der Brust zu springen. Sie kennt diese Stimme irgendwoher. Bruder? Wie, was? In der Ecke vom Raum. I fidget turned its snow his pitfall head to face her. Oh mein Gott, der Kopf des Bruders dreht sich jetzt zu ihr her und er hat ihren Namen gesagt. Aber wie? Er war doch tot. Der Sohn, es tut mir sehr leid, dass es so weit gekommen ist. Es war nicht deine Schuld. Gloria, du musst jetzt rennen, jetzt. Und mit diesen letzten Worten kollabierte sein Körper zurück auf den Boden und zerfiel in tausend Teile. Jetzt war er wirklich weg. That closure was just was that diese eine Sache war das, was sie gebraucht hat. Sie ließ keine Zeit mehr umgehen und die Tochter biss sich auf die Zähne und riss und rannte die Treppen hoch und entkam. Raus aus dem Haus kamen die Polizeimänner, lief den Polizeimännern in die Arme. Die Mutter, the mother's howling, also die Mutter, ihr Gebrüll war schon weit, weit weg. Hey, sei vorsichtig. Ist das ein Kind? Bist du verletzt? Wie ist dein Name? It has been so long since the last time touched a warm human. Ah, es war schon so lang her, seitdem sie einen warmen Menschen umarmt hat. Keine Sorge, junge Lady. Dir wird nichts passieren. Du bist jetzt sicher. You cover the seat with dirt. Sprinkle some water every so often and they'll be ripped off picking in October. Okay, jetzt reden sie wieder über das Pumpkin-Beet. Wow, das ist so schön. Der Sun? What's the biggest pumpkin? Was ist der größte Kürbis, den du jemals wachsen sehen hast? Schwer zu sagen, vielleicht die Größe unseres Autos? Was? Niemals. Du bist doch ein Lügner. Das ist wahrscheinlich so ein Time, so ein Zurückblick jetzt. Der Vater lacht. But I have won a blue ribbon at the state. Ah, quasi hat quasi einen Preis dafür bekommen, wegen dem größten Kürbis. Du hättest das Gesicht deiner Mutter sehen sollen. Ach, habt ihr Spaß da draußen? Die Tochter sagt, ja. Daddy is showing us how to grow crops. Daddy zeigt uns quasi, wie wir Pflanzen wachsen lassen können. Das Essen ist auf dem Tisch. Ihr drei solltet euch jetzt besser beeilen. Es wird kalt.
Last one in is a rotten egg. Wer als letztes reinkommt, ist ein verrottetes Ei. Warte mal. You had a head start. Du hattest aber Vorsprung. Daddy, warum rennst du? Deine Beine sind länger als meine, das ist nicht fair. Okay, the mother put up a valiant struggle in staying with her deceased victims, but she was eventually dragged away, kicking and screaming. Also sie wurde quasi, sie hat sich gewehrt, geschrien und getreten und sie wurde abgeführt. The father was charged with kidnapping. Der Vater wurde verurteilt wegen Kidnapping and slow and shortly afterwards committed und danach quasi wurde er wegen Mord angeklagt und kam ins Gefängnis. No one would mourn his death. With no family left to claim graduation ships over the daughter, she was simply shipped to the nearest, quasi kam ins Waisenhaus. Oh, die Arme. For the longest time, the tragedy become the talk of, okay, jetzt ist die größte Tragödie überhaupt der Klatsch und Tratsch der Stadt geworden. Das, was sie eigentlich nicht wollten. Who could have known that the quiet and kind-hearted family were host the monsters? Ja, wer hätte denken können, dass die ruhige und absolut warmherzige Familie die Monster sind? It was a rather lonesome in the... Es war sehr, sehr einsam im Waisenhaus. Es ist egal, wie oft die Tochter sich selber gewaschen hat. Laut Kindern hat sie immer noch nach Verwesung gestunken. Sie kann nicht sagen, ob es vielleicht deswegen war, if they were mocking all the girls to try and never wash away the season of the wind. Also sie weiß quasi nicht, ob die Kinder sie nur ärgern oder ob sie wirklich einfach den Geruch vom Tod nicht aus ihr rauskriegt. Die Nonne. Oh, du armes Kind. Ich kann mir nicht deinen Schmerz vorstellen. Keine Sorge, wir werden eine tolle Familie für dich finden. Immerhin haben die Nonnen sich um das Kind gekümmert und haben den Gestank des Geruchs ignoriert. Sie hat auch immerhin Freunde gemacht, eine ältere Nonne, die für ihre Koch- oder Backskills bekannt war. Ich habe heute einen leckeren Kürbiskuchen für dich gebacken. Möchtest du ein Stück? Ugh, nee, bitteschön, niemals. Kein Stück für mich. Oh, es tut mir leid. Das wusste ich nicht. There are such a noise, the flies have been unusually bold recently and I don't know why. If you would like, I can cut another slice for pie. Also sie hat gesagt, das eine Stück wird die ganze Zeit von Fliegen belagert. Sie schneidet ihr Neues ab. Bitte, ich will nicht. Bist du sicher? Ich verlehe dich an. Ich kann es auch nicht mehr anschauen, das Stück. Wie du wünschst, meine Liebe. Oh Gott, die Arme. Oh Gott, schrecklich. Oh Gott, okay. Ja, krass. Krasses Game. Krasse Story. Wäre, wie gesagt, auch ein krasser kleiner Horrorfilm. Und im Endeffekt, die Moral von der Geschichte, die Leute labern so oder so über dich. Weil darum ging es ja. Die wollten ja nicht, dass der Tod des Sohnes quasi an die Öffentlichkeit gerät. Also weil der Ruf ist manchen Leuten sehr wichtig. Und statt, dass sie das gemeldet hätten als Unfall und das Kind beerdigt hätten, gut, die Mutter ist ja wahnsinnig geworden, waren sie am Ende, sind sie komplett durchgedreht und sind jetzt sowieso das Gelächter der Stadt. Krasse Story. Ich sage euch immer, kackt drauf, was andere Leute über euch sagen. Außer es sind Menschen, die euch nahe sind und euch Gutes wollen, dann hört denen zu. Aber was andere Menschen sonst über euch denken, gerade im Internet, don't give a... Das ist bei mir genauso. Mir ist es wurscht, lasst die Leute denken, die Leute euch mögen. Wissen, wie ihr seid und ja, empfehlt mir gerne weitere Games. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Story fandet. Kannt ihr das Game? War echt intens. Ich bin raus und lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und ein Like. Dankeschön.